Hallo und willkommen zurück zu einer Runde RF4, meine Freunde, des gepflegten digitalen Angelsports. Nochmal an der Donetz. Hier geht an einen anderen Spot. Das letzte hat man ja auch schon, ich glaube, ein oder zwei Videos von hier. Aber natürlich mache ich auch mal gerne was für die UL-Stippe unter euch. Und es hat sich ein weiterer Spot aufgetan. Quasi vorwiegend für die Schwarzmeerseelaube, wer die noch nicht hat. Aber ich hatte im VK gesehen, der hat die Seelaube abgehakt in 30 Minuten inklusive Kürbiskern-Trophy. Also das ist auf jeden Fall schon allerhand. Ja, beide auf einen Streich. Nicht schlecht. Ich bin ein bisschen spät hier angekommen. 11:30 in-game. Mittagszeit. Ein paar Fische haben wir auf jeden Fall schon. Und ihr seht oben links schon die Eintagsfliege und Eintagsfliegenlarve auf jeden Fall. Das ist der Köder unserer Wahl. Tiefe 1 Meter. 1 Meter Tiefe. Wir gucken jetzt gleich mal, wo wir hier stehen. Aber wollen so ein bisschen die Zeit noch mitnehmen hier auf jeden Fall. Das könnte eine Laube sein. Da haben wir eine. Zack. 1 Meter Tiefe, habt ihr gesehen. Wir stehen hier Quadrant D2. Ist nicht weit. Ein paar Meter vom Camp weg. Bei 70, 158. Tiefe, wie gesagt, 1 Meter. Ich habe jetzt mal 3,6 Kilo Fluorocarbon drauf. Also ein bisschen dünner noch. Der hat den 12er Haken, ich habe einfach einen 14er mal genommen und dann halt diesen Köder und das war's. Und wir visieren hier hinter diesem Holz, was so krumm liegt, an. Ja, ruhig ein gutes Stück dahinter auf jeden Fall. Ja, ungefähr jetzt so. Ticken weiter geht auch noch auf jeden Fall klar. Und dann, ich sag mal, mal gucken, ob der so weit jetzt treibt. Kann man den hier so runtertreiben lassen bis zur zweiten Birke da, die so mittendrin steht. Kommen wir wahrscheinlich auch schon hin. Seelauben sind in letzter Zeit auch ziemlich aktiv hier. Ne? Wir hatten ja in den letzten ein, zwei Wochen auch zwei Videos von hier an einer anderen Stelle. Dann schauen wir mal, komm, gibt ja auch viele UL-Stipper. Ich mache es auch gerne. Dann stellen wir den Spot eben auch mal vor. Also bis hier können wir so treiben lassen. Und dann kann man auch normalerweise schon wieder rausziehen. Normalerweise angle ich immer mit 16er Haken. Er hat den 12er. Er hat aber auch nicht viele Fische in einer halben Stunde, muss man sagen. Aber hat eben die zwei Trophäen im Sack gehabt. Und wir haben jetzt zwei Rotfedern. Ja, 15 Minuten. Einige gute Lauben. Er hatte auch nur zwei Kürbiskernwachsche drin, aber eben direkt mal die Trophäe abgesahnt. Die brauche ich auch noch. Die Laube habe ich ja. Hm, Gott sei Dank. Aber diesen ollen, dämlichen Barsch, den hätte ich auch gerne. Trink noch mal hier so einen Schluck. Ist schon süß. Boah. Bin ja kein Energy-Saufer, ne? Überhaupt nicht. Aber was haben wir, der neue Winter Edition Red Bull, der schmeckt eigentlich ganz gut. Ist halt mit Vanille, magisch. Normal bin ich eigentlich nur Kaffeetrinker. Ja, nicht schlecht. Werde ich auf jeden Fall den Morgen auch noch abwarten. Sag mal, ist für Leute gedacht, die vorwiegend die Trophäe für die Laube noch suchen. Wobei der Barsch natürlich jeden Biss reingehen könnte, was ich natürlich hoffe. Ja, und ist das Spektakel schon rum hier. Ah ne, hat er noch gebissen. Ziemlich spät. Jetzt kommen hier vermehrt Rotfedern. Hm, wir könnten ja auch mal. Wir machen jetzt einfach mal hier. Ich glaube, ich habe gar keinen guten 12er. Ne? Wir nehmen einfach die, die sind auch okay. Hatte ich eigentlich auch noch keine Fehlbisse mit. Tun wir mal drauf. Gucken wir mal, wie die Frequenz damit ist. Vielleicht triggert der 12er Haken ja eher die Kürbiskernbarsche. Könnte ja sein. Ne? Man weiß es nicht.
Vielleicht ist das für die Lauben schon so ein Ticken zu groß. Ich denke mal, die Rotfedern könnten jetzt auch kräftiger werden. Da kommt schon eine. Zumindest mal mithaken. Ja, selber. Ja, dann werde ich auch mal eventuell den 12er beangeln. Wobei ich die Rotfeder-Trophy auch mit 16er hier bekommen habe. Was eigentlich so mein Standardhakengröße hier ist. Probieren natürlich auch größer, aber wenn ich sehe, meistens leidet die Frequenz da schon drunter, dann nehme ich auch meinen 16er wieder. Ist auch kein Problem, so ein 500 Gramm Ding beißt auf den 16er, das ist völlig egal. Das sind so diese typischen Rotfederbisse. Einmal antocken und direkt runter damit. Ja, aber scheint eine gute Hakengröße zu sein diesmal. Interessanterweise hatte der überhaupt keine Rotfeder. Und ich fange hier Rotfedern. Das ist natürlich auch immer oft ja, Temperatur und auch wetterabhängig, muss man sagen. Es gibt ja oft viele Stellen im Spiel, wo an, ja, wenn ihr da mal durchangelt, mehrere Tage, Ingame-Tage und Ingame-Nächte, und man merkt richtig, dann kommt irgendwann ein Schwarm anderer Fische vorbei. Sehr interessant ist das. Und dann beißen die mal so ein, zwei Ingame-Stunden, dann sind die auch wieder weg. Und so kann das natürlich hier auch mit den Rotfedern sein. Ich bin bis jetzt eigentlich echt zufrieden. Für 20 Minuten, wenn man die untermaßigen alle noch mit reinberechnet, ist die Frequenz echt gut. Und der Wind hat sich auch endlich mal gelegt. Beiß mal was hier schön. Ist halt ein schönes Stippgewässer, die Donets. Kann man nicht anders sagen. Mir macht es auf jeden Fall immer Spaß. Da haben wir noch so ein Laut. Ne, ein Donauhering wollte ich gerade sagen. Die sind echt mini. Jetzt wird es gleich auch duster und dann wartet er sowieso bis 10, halb 11. 11 beißen die hier. Und dann erst wieder ab morgens. Jetzt hat der Wind aber richtig nachgelassen. Sehr schön. Oder vielleicht auch nicht. Das wird man dann sehen. Na komm. Rotfedern. Ich bekomme Rotfedern hier. Sehr lustig. Komm, einen machen wir noch. Dann können wir mal selber probieren. Ich werde den morgen auf jeden Fall noch mitnehmen hier. Weiter mein Glück auf den Barsch versuchen. Ihr könntet euch ja mal an der Rotfeder versuchen. Und an der Laube, wenn ihr sie noch braucht. Komm, ein Fisch nehmen wir noch mit. Der muss jetzt auf jeden Fall noch rankommen hier. Werfen wir mal ein bisschen näher. Direkt am Bäumchen. Ja, guck mal. Wahrscheinlich zu nah. Komm, put, 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 put. Zieh mal schön weg. Also abends ist nicht wirklich so viel los, habe ich mal den Eindruck hier. Ah, da kommt der Biss aber doch noch. Ist auf jeden Fall, ich schätze mal, keine Rotfeder, oder? Doch. Mehrmals getockt. Eine schöne 530er. Ja, in diesem Sinne, probiert es gerne aus. Danke fürs Einschalten. Heute mal zwei Videos. Natürlich, wenn wir ein anderes Spiel mit reinnehmen ins Programm, dann soll R4 nicht drunter leiden. Petri, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat,
gerne ein Abo dalassen, würde ich mich natürlich sehr freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns, macht's gut und tschüss.